Hallo, da bin ich wieder. Es hat sich hier oben wieder einiges getan. Da will ich euch heute mal wieder ein paar neue Bilder zeigen. Und ich will euch mal ein bisschen was erzählen. Es gab ja die Verordnung, dass wohl wieder trainiert werden darf. Unter welchen Voraussetzungen und wie das hier bei uns in der Spielgemeinschaft Istrup-Buntrup aussehen wird, dazu erfahrt ihr gleich ein bisschen mehr. Viel Spaß! Ja, lange hat es gedauert, aber es ist jetzt endlich soweit. Wir haben Licht in Istrup. 6 wunderschöne Flutlichtmasten wurden hier errichtet. Und ja, bislang haben wir ja immer hier mit so einem Behelfsflutlichtmasten zu Rasenplatzzeiten leben müssen, der aber auch nur, naja, ab und an mal funktioniert hat. Und jetzt ist hier richtig schön. Wir können endlich auch abends den Platz nutzen, wenn dann endlich der Kunstrasenplatz fertig ist. Und da freuen wir uns riesig drauf. Ja, das ist schon sagenhaft, in welcher Geschwindigkeit hier die Bauarbeiter arbeiten. Die Drohnenaufnahmen, die ihr gleich oder die ihr seht, die habe ich nämlich schon letzte Woche um diese Zeit aufgenommen, beziehungsweise genau genommen, heute ist Freitag, letzte Woche Donnerstag war ich mal hier, habe ein bisschen gefilmt und da war hier, glaube ich, an dieser Stelle, das ist jetzt hier die Platzseite zur Detmolder Straße hin, noch nicht so wunderschön alles gepflastert, wie ihr es jetzt hier seht. Ihr seht auch hier jetzt, die Zaunanlage wird gerade gebaut. Einmal halt hier ein hoher Zaun als Abgrenzung und dann hier als kleine Barriere zum Platz hier dann noch ein zusätzlicher kleiner Zaun. Und das sieht schon richtig wunderbar aus. Und für mich als Nicht-Handwerker ist das echt schon Wahnsinn, wie schnell man hier sowas langziehen kann. Also, es geht voran und so soll es ja auch sein. Ja, das ist wohl Luxus, ne? Auf der Seite, da seht ihr den neuen Flutlichtmasten und auf da, da seht ihr den ganz alten. Warum der jetzt stehen geblieben ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt er später noch weg. Wir werden es sehen. Ja, wir warten natürlich auch ganz gespannt darauf, dass es hier hinter mir bei dem Anbau weitergeht. Eigentlich soll der ganze Anbau ein bisschen weiter in die Richtung rübergezogen werden. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass hier plötzlich so eine Zaunanlage hier an die Abgrenzung des alten Anbaus gesetzt wird. Aber okay, man muss nicht alles verstehen. Es wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben oder vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich wird es einfach später wieder umgebaut, wenn der Anbau fertig ist. Dazu bin ich jetzt auch oft schon gefragt worden, wie es damit aussieht. Ich kann es euch auch nicht hundertprozentig sagen. Mein Informationsstand ist wohl, dass für den Anbau momentan noch die Baugenehmigung fehlt. Aber ich denke, der Anbau hier, der hier entstehen soll, wird ja mit öffentlichen Mitteln gefördert. Da gibt es Mittelverwendungsfristen, die eingehalten werden müssen. Das ist meines Wissens ein Jahr. Also denke ich mal, ist schon ein gewisser Druck da, das bis nächstes Jahr fertig zu haben. Und das war ja auch bisher immer so, das, was wir so gedacht haben, so bis März ungefähr nächsten Jahres könnte es fertig sein. Vielleicht verzögert sich es jetzt auch noch ein bisschen weiter nach hinten. Werden wir abwarten. Aber auch das wird mit Sicherheit noch kommen. Ja, hier hinter mir seht ihr so einen kleinen Verbindungsweg zum Trainingsplatz. So ganz hundertprozentig den Sinn hat sich bei mir ja auch noch nicht erschlossen. Ich habe mir sagen lassen, es kommt gar nicht gut, wenn man vom Rasenplatz dann mit dreckigen Schuhen auf den Kunstrasenplatz geht. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich so vorgesehen ist, dass hier so eine direkte Verbindung dann immer zum Trainingsplatz bestehen soll. Mal gucken, wir werden es mal hören, wie das so gedacht ist. Ich kann es euch momentan nicht sagen. Ja, ich merke gerade selber, ich komme mir heute so ein bisschen als Meckerfred rüber, so ist das eigentlich gar nicht gedacht. Ich hatte halt auch die letzte Zeit wenig Zeit, Kontakt mit der Stadt Blomberg aufzunehmen, um da Sachen durchzusprechen. Es ist aber wohl angedacht, dass hier demnächst ein Treffen stattfinden soll und ich glaube, dann sind wir wieder schlauer und wenn ich irgendwas weiß, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden.
Ja, das ist es, das Objekt der Begierde eines Fußballers. Ich glaube, das ist auch bei uns im Verein so. Vor einigen Tagen kam ja, etwas überraschend, wie ich finde, die Ansage, dass auch wieder trainiert werden darf. Allerdings natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Und ja, die haben es eigentlich ganz schön in sich, ne? Das heißt, also die Umkleidekabinen dürfen nicht benutzt werden. Bälle dürfen nicht angefasst werden. Es muss alles desinfiziert werden. Wer auf Toilette muss zwischendurch, da muss vorher und hinterher die Türklinken desinfizieren und alles andere desinfizieren. Also das ist schon nicht so ganz ohne. Das Kontakt oder die Abstandsregelung von 1,50 Meter gilt natürlich auch. Und das gilt es auch alles einzuhalten. Es gibt da so diverse Vorschläge vom Fußballverband und auch also von unserem FLVW und unserem Fulkreis haben wir einiges zugeschickt bekommen. Vom DFB gibt es entsprechende Vorschläge, wie man so etwas gestalten kann. Boah, und wenn man sich das mal durchliest, Donnerwetter. Die Hygienevorschriften, die da einzuhalten sind, die haben es echt in sich. Und wenn doch mal wieder erwarten, was passieren sollte, ja, wer ist denn dran? Wir Vereinsvorstände, ich weiß es nicht, deswegen sind wir natürlich extrem vorsichtig. Wir wollen uns nächste Woche mal ein bisschen zusammensetzen mit einigen Leuten oder natürlich auch da unter Einhaltung der Mindestabstände, keine Sorge, um zu überlegen, was man denn machen kann, um wenigstens so ein bisschen wieder Fußballfeeling zu bekommen. Also es wird nicht ganz einfach werden, aber so ein paar Ideen haben wir da schon. Und ich hoffe, dass wir da wenigstens so ein bisschen wieder was hinbekommen. Und ansonsten ist halt leider einfach Geduld gefragt. Ne? Also das ist, wenn man jetzt auch so die Statuten nochmal durchliest, das war jetzt, glaube ich, vielleicht mehr für den Jugendbereich gedacht. Ich weiß es gar nicht so genau, weil es da nicht so explizit beistand. Steht dann drin, man sollte Kleingruppen bilden von maximal 5 Personen. Und jede Kleingruppe muss von einem Trainer oder einer autorisierten Person betreut werden, der auch in die Hygienevorschriften eingewiesen worden ist. Dann soll man einen Hygienebeauftragten im Verein benennen, der sich darum kümmert. Und ja, in so diesen kleinen Dorfvereinen wie unseren schreien natürlich alle Juhu, wenn sie wieder einen neuen Posten aufnehmen sollen. Naja, deswegen, also wie gesagt, es wird sehr schwierig, aber wir versuchen natürlich unser Bestes zu geben, um hier irgendwas zu ermöglichen. Momentan hindert uns aber allerdings auch noch ein bisschen, dass eigentlich die Plätze noch gar nicht von der Stadt Blomberg freigegeben sind. Das heißt, selbst wenn wir alle Hygienevorschriften und ein Hygienekonzept erstellt hätten, müssten wir erstmal noch auf grünes Licht von der Stadt Blomberg warten, dass wir hier überhaupt auf den Platz was machen dürfen. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie es da in den nächsten Tagen weitergeht. Also ich denke, im Mai wird hier nichts mehr passieren, aber wir sind so ein bisschen zuversichtlich, dass wir hoffentlich im Juni mit irgendwas starten können, wenn es so eine Kleinigkeit ist. Hauptsache erstmal wieder so ein bisschen an Gang kommen. Denn so hat mir Rainer Theil, mein Vorstandskollege aus Brunntrup, erzählt oder mitgeteilt, in Brunntrup der Platz ist richtig, richtig gut. Kein Maulwurfshügel, nichts mehr. Er wird die Tage nochmal gedüngt, dann ist er noch mal ein paar Tage gesperrt. Und ja, der wartet eigentlich nur drauf, bespielt zu werden. Und ja, wir wollen mal gucken, dass wir da irgendwie wenigstens eine Kleinigkeit ermöglichen. Und schauen wir mal. Ja, ihr bekommt auch nochmal so einen kleinen Einblick hier oben von unserem Festplatz. Hier kommt auch langsam der Rasen durch. Hier haben wir auch schon, hier soll ja nächstes Jahr das große Heimatfest stattfinden. Dafür werdet ihr hier auf diesem Kanal demnächst auch ein paar Informationen bekommen. Ich bin da schon mit Uli Wicke vom Heimatverein verabredet. Der will euch auch ein paar Informationen dazu geben. Wie er mir schon gesagt hat, das ist mal noch so eine kleine Randnotiz. Hat sich der Heimatverein ja wohl oder übel dazu entschließen müssen, auch das Heimatfest abzusagen. Uli, ich hoffe, das war jetzt in Ordnung, dass ich das jetzt hier so kundgetan habe, aber so ein großes Geheimnis ist es ja wahrscheinlich nicht mehr.
Ist natürlich sehr schade, war immer eine sehr tolle Veranstaltung. Ja gut, es ist halt momentan so. Ja, das war's für heute von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wie immer, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, würde es mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr zusätzlich noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und vielleicht noch einen Daumen hoch. Macht mich natürlich auch immer fröhlich. Und ja, verbleibe bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer André.